Hallo zusammen und willkommen zurück bei Conan Exiles Mods kurz vorgestellt. Ich bin Michael und heute geht es um das Mod Karozards Paragon Leveling. Dieses Mod erlaubt es euch über das Level 60 hinaus Punkte hochzuleveln und damit auch Attribut- und Talentpunkte zu erhalten. Man kann bis zu Level 300 hochleveln, das ist also wirklich enorm. Und wenn man die Standardeinstellungen nimmt, bekommt man mit jedem Level eben Attribut- und Talentpunkte. Ich persönlich habe das Mod schon lange im Einsatz, weil ich irgendwann ein funktionierendes Mod gesucht habe, das mir eben vor allen Dingen zusätzlich Talentpunkte gibt, damit ich nicht immer mit dem gelben Lotus Blütentrank arbeiten muss, um meine Talentpunkte zurückzusetzen, um sie dann temporär irgendwo anders einzusetzen, um was herzustellen und dann wieder umzuspecken. Das war mir irgendwann zu doof. Und zu dem Zeitpunkt habe ich nichts Funktionierendes gefunden, was es mir erlaubt, wenn der Charakter schon auf Level 60 ist, es einzusetzen, um dann darüber hinaus eben diese Punkte zu erhalten. Das Mod wird aktuell von Multigun gepflegt. Ist im Original aber von einem anderen Mod-Autor. Ich muss mal gucken. Ah, hier, genau. Karozard, wie der Name eigentlich schon sagt, ist der Original-Mod-Autor gewesen. Der hat aber das Ganze dann Multigun übergeben zur Pflege. Und Multigun, wer schon sich mal mit den Mods auseinandergesetzt hat in Conan Exiles, ist ein unwahrscheinlich aktiver Modder. Auch nicht nur für seine eigenen Mods, auch in der Community extrem aktiv. Unterstützt also auch andere Modder, Neueinsteiger und ist da wirklich, wirklich super vorbildhaft unterwegs. Also top, seine Mods insgesamt immer gut gepflegt und hält alles, was er schon rausgebracht hat, am Laufen und hat mittlerweile auch das ein oder andere Mod von anderen Moddern, die aufgehört haben, Conan Exiles zu spielen und damit auch aufgehört haben, die Mods zu unterstützen, übernommen. Und man muss ja schon sagen, er hält sich da schon immer ein bisschen Arbeit an den Hals, also ja, aber ist okay. Ich bin froh, dass es ihn gibt und ich bin super froh, dass er da aktiv ist. Was das Mod hat an Optionen, ist eben wie gesagt defaultmäßig, dass es hier geklickt hier vor meinem schönen Hintergrund, dass es hier eben Attribut und Talentpunkte vergibt. Aber es gibt zusätzlich noch, wenn man hier schaut, das ist, kommt zusätzlich hinzu, dieser Button, wenn man da hier reinklickt, sieht man, dass man hier noch über den weiteren Verlauf zusätzliche Boni erhält. Und zwar einmal wird der Haltbarkeitsverlust reduziert. Das heißt, indirekt werden da natürlich die Material, die Items, die man hat, prozentual haltbarer. Man hat dann noch einen Bonus auf Harvest, das heißt, man hat eine 3%ige Chance, zusätzlich 100% zusätzliches Loot zu erhalten. Und man hat eine Chance, zusätzlich 50% zusätzlichen kritischen Schaden zu machen. Diese Werte und ob überhaupt diese Sachen freigeschaltet werden, die kann man einstellen. Man kann grundsätzlich sagen, man will die Talent- oder nur die Fertigkeitspunkte freischalten zusätzlich. Man hat die Möglichkeit, den kritischen Schaden gegen NPCs komplett abzuschalten oder eben auch, wenn man auf einem Server ist, wo PvP enabled ist, den PvP-Schaden, diesen zusätzlichen kritischen Schaden gegen Spieler zu deaktivieren. Man hat hier die Möglichkeit, dann diese Boni, die man erhält, wenn man sie aktiv lässt, entsprechend zu konfigurieren.
Und hier hat man zum Beispiel auch die Option gehabt, dass man sagt, okay, man kann die Legendary Chests eben entsprechend früher öffnen, aber ich glaube, das ist ja jetzt im Spiel eh freigeschaltet, dass man es in jedem Level öffnen kann. Ja, sehr umfangreich konfigurierbar, sehr schön anpassbar, aber wenn man jetzt mal nicht nur die Talentpunkte, heißen sie auf Deutsch, die Feedpoints, aktiviert, sondern eben auch die anderen, dann ist es sicherlich ein extremer Eingriff ins Balancing, weil man als Spieler eben die Möglichkeit hat, hier deutlich mehr, und wenn man Level 300 ist, kommt man eigentlich auf alles auf Maximum, ja. Dadurch wird das Spiel einfacher, auf jeden Fall. Ich habe da persönlich kein Problem damit. Ich bin jetzt nicht der super-duper Spieler in Bezug auf die Fertigkeiten an Tastatur und Maus. Das heißt, eine gewisse Vereinfachung kommt mir da durchaus entgegen. Und ich spiele das Spiel jetzt auch nicht, um mich selber zu beweisen oder im Wettbewerb mich mit anderen gegenüber zu beweisen. Und von daher passt es für meinen Spielspiel. Aber wie gesagt, man kann es gut anpassen, super konfigurierbar. Von daher denke ich, und wenn es bloß dafür ist, dass man diese Talentpunkte zusätzlich erhält und alles andere abschaltet, dann ist es das auch schon wert. Ich hoffe, diese Folge war informativ und hat euch zumindest genug Infos gegeben, um zu entscheiden, ob ihr euch das Mod mal anschaut oder nicht. Wenn euch das Mod, ja, wenn euch das Mod gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt von dieser Serie, dann ist es das Einfachste, diesen Channel zu abonnieren. Würde mich natürlich freuen. Und bitte gerne Kommentare hinterlassen. Wie seht ihr dieses Mod? Ist es oversized? Ist es unbalanced? Würdet ihr es einsetzen? Würdet ihr es eher nicht einsetzen? Und wenn nicht, was genau trotz der Konfigurationsoption, die ihr hier seht, wäre dann der ausschlaggebende Punkt, es nicht einzusetzen? Würde mich einfach mal interessieren. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin, macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss.